Aus unserer Sicht ist es wirklich so, dass für das Publishing, der Print Suite, viele, die hier sind, die ich kenne, kennen auch den Horst bereits. Insofern spare ich mir die langen Worte, vielleicht aber ganz kurz. Also wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre. Mir ist aber bis heute keiner bekannt, der dem Horst irgendwie auch nur ansatzweise in seinem Spezialgebiet das Wasser reichen könnte, wenn es ums Publizieren von Inhalten geht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist, dass er heute was erzählen kann. Ich glaube, es wird ein sehr unterhaltsamer Vortrag. Ich habe schon mal ein bisschen reinspielen dürfen. Das sind schöne Dinge dabei, also richtige Wahl hier zu sein. Und wie ich den Horst so kenne, hat er auch einen schönen Titel genommen. Print wird nicht sterben, dann lass es uns abschaffen. Und insofern freuen wir uns auf das, was Horst uns zu erzählen hat. Sven, Dankeschön. Sven und Jörg, vielen Dank für die Einladung. Macht immer Spaß, dabei zu sein. Und dann fangen wir mal an. Ich sag, das wird ja dem Printmedium ja vorgeworfen, dass es eigentlich ein altes, dem Aussterben drohende Tierart ist, die sich langsam bewegen. Dort, wo sie hintreten, wächst kein Gras mehr. Das ist eine mögliche Interpretation dessen. Ist auch, wenn man das aus der digitalen Brille betrachtet, auch die Vorträge, die wir heute ja schon gehört haben, ist erstmal ein valider Punkt, aber es stimmt natürlich nicht. Es wird ja nicht weniger gedruckt, es wird viel mehr gedruckt. Vielleicht die Otto-Story ist ja, es gibt den Otto-Hauptkatalog nicht mehr, ja klar. Also der Dicke da, der ist gestorben. Klar, aber es gibt viele andere agile Dinosaurier. Es wird also viel zielgruppenorientierter gemacht. Und wenn man die Anzahl der jetzt aus lauter und unserer Perspektive Seiten anschaut, sprich die Anzahl der PDFs, die man erstellt, wächst natürlich der Output massiv an. Die Auflage wird geringer. Deswegen bleibt ja auch, wenn man das heute betrachtet, die weltweite Papiertonnage stagniert auf hohem Niveau, aber der Anteil des Digitaldrucks steigt immens. Also das heißt eigentlich, wir drucken gleich viel Papier, aber in viel geringeren Auflagen, viel spezieller. Soweit klar? Aber warum? Gut, der Große stirbt vielleicht irgendwann mal. Bei Otto ist er gestorben, bei anderen noch nicht. Andere finden das sehr gut, dass es diesen Dino gibt, weil der hat einen großen Footprint. Aber warum sterben diese lieben Dinos nicht? Und dafür gibt es natürlich verschiedene Gründe. Zumindest nicht in den nächsten 20 Jahren. Der erste Grund ist relativ simpel. Das ist, es hat was mit dem Mediendevice Papier zu tun. Vielleicht etwas, was man als erstes sich in den Sinn rufen müssen, wenn wir von Print und Publishing reden. Das ist so durch die Historie ja vollständig eins, dass man sagt, der Katalog und ist gleich Papier oder das Magazin oder das, was wir, das Leaflet, aber das stimmt natürlich nicht. Das eine ist, wir machen eine Publikation und die bringen wir auf verschiedene Mediendevices. Das kann ein Tablet sein, das kann ein Laptop sein und das kann das Papier sein. Also wenn wir von Print sprechen, sprechen wir eigentlich auf zwei Dimensionen. Einerseits, wir reden vom Mediendevice Papier und dann eigentlich die ganze Meschoge mit Katalogen, Leaflets, Datenblättern, was es alles gibt. Soweit klar? Gut. Und wenn man sich jetzt Papier anschaut, ich dachte, mein Gott, als die Tablets kamen, dachte ich, das wäre der Papierkiller. Überhaupt nicht eingetreten. Das Tablet hat den Laptop kannibalisiert. Dann kamen die Smartphones. Die haben eigentlich die Tablets und einen großen Teil der Spielekonsolen kannibalisiert. Also irgendwie kannibalisieren sich. Und wenn man sich an die Keynote von heute früh erinnert, so der Steve Jobs, The Next Big Thing, das ist Spracherkennung, schon wieder ein digitales Mediendevice, das Smartphone kannibalisieren. Und nicht Papier. Und das liegt darin, dass Papier viele, viele Schwächen hat, aber es hat auch ein paar echt geile Stärken. Nämlich einerseits die initialen Wahrnehmungen.
Vor einiger Zeit hat uns für unsere Firma sehr wichtige Company bei uns Kontakt aufgenommen. Hey, richtiger Glücksfall gehabt. Ich schaue einmal in der Woche so unter der E-Mail-Rubrik Sonstige. Also da, wo Herr Gates, also Microsoft, entscheidet, wo sonstige nicht so relevante E-Mails hinlandern. Da scroll ich einfach durch, wie man das halt macht. So, wenn man mal am Bahnhof sitzt, also da, wo man mal kurz Zeit hat, scrollt man durch und dann bin ich am Betreff hängen geblieben. Totaler Zufall, dass ich überhaupt dieses E-Mail gelesen habe. Es gibt digitale Barrieren. Papier hat den Vorteil, auch wenn ich das wegwerfe, habe ich diese 2 Sekunden. Das ist das für die Psychologen, das ist der Slot, wo wir leben. Wir leben so in 2 bis 3 Sekunden Slots. Dann kommt wieder die Zukunft. Und auch wenn ich den Katalog wegwerfe und nur das Logo kurz sehe, dann habe ich ihn trotzdem mal gehabt. Was ich bei einer digitalen Kommunikation überhaupt nicht sicherstellen kann. Es ist viel emotionaler, es ist haptischer, es ist was zum Anfassen. Also viele Vorteile, natürlich was Aktualität angeht, extreme Nachteile. Von daher gesehen füllt das Mediendevice Papier eine Lücke aus, was heute digitale Devices gar nicht abdecken. Das ist der eigene Grund, warum diese Dinos immer noch recht freudig und agil durch die Landschaft stapfen. Der zweite Grund ist, hey, die Digital Natives sind in der Minderheit. Also die qualifizierende Mehrheit besteht aus Digital Aliens und Digital Migrants. Die haben immer noch, ich glaube, 59%. Natürlich werden die in 10 Jahren natürlich die Majorität haben, aber in vielen relevanten Zielgruppen sind diejenigen, die mit Papier aufgewachsen sind oder noch eine sehr hohe Affinität zu Papier haben, in der Majorität. Tja. 20% in der Customer, also wenn man alle Touchpoints anschaut, 20% sind halt immer noch offline getrieben. Nochmal, das heißt nicht Papier, das heißt eine Publikation, die wir auf verschiedenen Mediendevices publizieren. Also wenn wir durch die Customer Journey durchgehen, 20% der Touchpoints sind immer noch offline und print. Die Digitalen sind erschreckt. Was? 20% noch offline? Die Offline sagen, was? Nur noch 20%? Also die Zahl ist für beide Seiten erschreckend, denke ich. Aber nichtsdestotrotz, 20% sind sehr relevant. Wer kann diesem zustimmen? Die anderen sind, jetzt könnte ich dein Beispiel nehmen, aus der Perspektive bin ich. Manche Controller würden das vielleicht anders formulieren, aber aus der Kommunikationssicht sicher eine sehr effiziente Maßnahme. Und die Dinos sind freie Tiere. Und Freiheit ist ein sehr hohes Gut. Ich sagte 20% offline. Dazu nehme ich auch mal die Stores dazu, nehme ich auch die Touchpoints, wo es ein persönliches Gespräch gibt, ein persönliches Vertriebsgespräch und 80 sind digital. Per Definition, jeder digitale Touchpoint von Ihnen wird nicht von Ihnen kontrolliert. Wenn Sie das glauben, verzeihen Sie, dann glauben Sie auch an Weihnachtsmann. Und dann noch Osterhasen und dann noch andere Märchentiere, ein Einhorn und was es da alles noch so gibt. Das wird von den digitalen Gatekeepern kontrolliert. Ob man ihre Website findet, hey, das entscheidet Google, das entscheiden Sie nicht. Ob diese E-Mail von dieser interessanten Firma bei mir ankam, das hat Microsoft entschieden, das hat nicht der oder ich entschieden. Und die digitalen Gatekeeper, ist wie im Mittelalter, ist eine Gebühr abgefangen. Die wird unterschiedlich einkassiert, da gibt es verschiedene Modelle, aber am Ende tun sie eine gewisse Anzahl von Geld in diesen digitalen Gatekeepern Konzernen geben. Dass sie in der digitalen Welt überhaupt noch auffindbar sind. Google entscheidet, ob sie existieren oder nicht. Oder Facebook oder was auch immer.
im Callcenter. Also das ist das erste freie Königreich, wo sich die Digitalkonzerne nicht so richtig dazwischen drängen könnten. Das andere ist natürlich Print und Papier. Da kommen die auch nicht rein. Also die Dinos sind frei. Ich finde 5 wesentliche Gründe, warum diese Dinos noch nicht irgendwie nicht aussterben wollen. Auch wenn sie sich verändern und manche Gattungen vielleicht sich wandeln müssen, aber das sind die 5 Gründe, warum sie nicht sterben. Okay? Plausibel für euch? Super. Jetzt könnten wir ja sagen, oh, super. Oh. Hey, klasse, wir können uns zurücklehnen, alles gut. Wir müssen nichts machen. Dummerweise ist das natürlich nicht so. Und das ist jetzt ein bisschen gemein. Die Metapher ist genau einerseits alle gleich und die andere Metapher ist natürlich, dass man vom Digitalen assimiliert wird. Und da kann man sich nicht wehren oder nicht, das wird kommen. Ne? Die Borgs kommen irgendwann mal und assimilieren sich. Und ihr Standardspruch nochmal, Widerstand ist zwecklos. So. Das ist jetzt auch genau der zweite Teil. Also jetzt habe ich so erstmal gesagt, hey, alles gut, Print wird weitergeben, aber jetzt kommen die doofen Borgs. Und die kann man nicht aufhalten, die kommen. So, und ich habe jetzt mal ein paar Kästchen gemalt, um mal so die Printwelt darzustellen. Für mich ist Print nicht der Drucker oder die Medienvorstufe oder die Contentproduktion, wie zum Beispiel von Laudert oder die Inhouse-Agentur, die Werbeagentur. Für mich gehört zum Printkanal natürlich auch das Offline-Marketing dazu. Produktmanager, Einkäufer, Vertriebler, also die eher so auch aus diesem Offline-Gedanken kommen. Also sie haben mal, meine Frau würde sagen, die ganze Bagage mal reingenommen und mal Kästchen gemalt. Also wenn ich jetzt im Retail bleibe oder im B2B-Handel, Zusammenstellung mal für Einkäufer, Produktmanager sagt, was er in den Katalog haben will oder im Leaflet. Dann wird die Seitenerstellung gemacht, automatisch oder manuell, sei mal dahingestellt. Dann kommt die Agentur, die von fancy schöne neue Layouts macht. In dem Zuge wird jede Menge printspezifischer Content erstellt, jede Menge. Dann gibt es einen Korrekturprozess. Dann haben wir nochmal das Seitenfinishing, dann haben wir die Arbeiten der Vorstufe, der klassischen Vorstufe, dann mit der Aufbereitung für das Mediendevice Papier, dann haben wir natürlich den Druck, die Weiterverarbeitung und natürlich nicht zu vergessen, natürlich auch irgendwie, dass das Ding zum Kunden kommt. Oder zum Vertrieber, oder zu demjenigen, der das Zeug braucht. Dann gibt es natürlich viele Dokumente, zum Beispiel Datenblätter, die auf eine E-Commerce-Plattform kommen, also die PDFs sind, die gar nicht klassisch gedruckt werden. Bis dahin klar. So, im digitalen Zeitalter, in dem wir uns befinden, wer hat von Ihnen, ich glaube, Sie haben ja, du hast ja ein PIM-Projekt gemacht, oder? Da ging es um. Genau. Und warum macht ihr das? Warum tut ihr euch das alles an? Was ja von den Schmerzen erzählt, weil die Daten sind die Rohstoffe des Informationszeitalters. Wenn du die Daten nicht hast, bist du verloren in der digitalen Welt. Und dass das ein ganz ätzendes Geschäft ist und total schwierig und total so viel Spaß macht wie Kinderzimmer aufräumen, nehmen wir überhaupt gar keinen. Darum geht es eigentlich. Und auch für die Customer Experience in den digitalen Kanälen sind, wir haben das ja auch bei Otto gesehen, wenn ihr euch daran denkt, wie die Daten dargestellt werden, das ist das A und das O. Also es geht um den Kampf der letzten Ressourcen oder um diese Ressource, um diesen Rohstoffdaten. Tipp, was sind die populärsten Content-Systeme? Wie? Ja, super, aber sagen wir mal, Content-Systeme, die ihr selber kontrollieren könnt. Populärstes overall. Wie? Genau, die zwei populärsten Content-Systeme, wenn man das mal so betrachtet.
Ich glaube, es war auch, ohne dein Projekt zu kennen, was habt ihr angezapft? Wahrscheinlich auch ein paar Excel-Daten vielleicht. Ja, genau. Ist natürlich für die Herangehensweise, wir bauen Datenbanken auf und dort verwalten wir einmal die Informationen vielleicht etwas, woran man rangehen muss. Okay? Gut. Das InDesign oder auch das Excel, das ist, man könnte jetzt auch sagen, native Content-Erstellung, also für irgendeinen Kanal, das macht mal überhaupt gar keinen Sinn. Das können wir gleich streichen, weil wir müssen jede Ressource, die wir haben, an dem Datensatz arbeiten und nichts anderes. Stimmt dabei? Also dann können wir diese printspezifische Content-Erstellung, müssen wir nicht, wir können es nicht, wir müssen es streichen, dass wir nämlich unsere vorhandenen Ressourcen auf den Datensatz für alle Kanäle lenken. Okay? Das stimmt zu, das streichen wir mal. Super. Das bedeutet, dass wenn wir die Ressourcen aus dem Printkanal rausnehmen, haben wir niemanden mehr, der diese komischen Printseiten macht. Ja, fehlen Leute, also müssen wir automatisieren. Also somit Tools, die Lauter sehr gerne präsentieren wird, helfen euch, Layouts zu automatisieren, um die Ressourcen aus dem Printkanal in den medienneutralen Datensatz zu transportieren. Somit ist auch Layout-Automatisierung ein Werkzeug, um die digitale Transformation im Marketing voranzubringen. Wenn wir Layout-Automatisierung betreiben, machen wir das durch intelligente Templates natürlich so, dass auch der Seitenfinishing-Anteil sich reduziert. Deswegen, je nach Layouts, nicht zu 100%, aber sagen wir, das ist die Stoßrichtung, das massiv zu reduzieren. Dann, also sagen wir mal, diese Spaziergänge streichen wir mal ersatzlos. Genau. Zustimmung? Super. Wenn wir unsere Daten medienneutral pflegen, einen Print-Preview haben, also dass wir auch den Kanalkontext sehen können und unsere ganze Kraft auf den medienneutralen Datensatz hängen, dann muss ich den natürlich einmal super Qualität sichern, dass Sie sie in verschiedenen Kanälen verwenden können. Nicken? Dann macht es um Gottes Willen nada keinerlei Sinn, eine Korrektur im Kanal zu machen. Und wer das nur ansatzweise tut, muss sich die Frage gefallen lassen, ob er seine Website-Korrektur liest. Wenn er das nicht tut, dann sollte er auch die printspezifische Korrekturzyklus eigentlich ersatzlos streichen. Okay? Super. So, dann machen wir mal weiter. Was habe ich? Ah, hier. Also die Offline-Agentur habe ich auch aus dem Spiel genommen. Jetzt kommen wir zur Zusammenstellung. Das haben wir heute auch schon, habt ihr ein paar Mal gehört. Dass es um die Big Data, um die Zusammenstellung geht, dass das eigentlich automatisch ist. Der heutige klassische Prozess, dass sich ein Produktmanager einkauft, und das ist so eine, das ist ein eingeschliffener Prozess, der natürlich über 50 Jahre eingeschliffen worden ist und der auch für, ich sag mal, 40 Jahre völlig valide war, solange es nur Print als Kanal gab. Gibt es ein Riesenbohai, ein Riesenmechanismus, der sagt, welche Produkte kommen in den Katalog und wie groß? Eine Riesenmechanik. Das behaupte ich, das kann eine Maschine genauso gut. Wenn das jemand sagt, er glaubt es nicht und er hätte ein Problem, dann frage ich mich, dann kommt jetzt wieder dieselbe Frage, auch zitierfähig, wie macht es deine Website? Deine Website, deine digitalen Angebote, wenn sie modern ausgerichtet sind, entscheidet selber, wir haben es ja durch KI heute auch schon gehört, entscheidet, was dargestellt wird. Und deswegen nehme ich aus dem Printprozess auch die ganzen Offliner, Produktmanagement, Einkauf, Vertrieb raus. Die gehören in diesen Kanal nicht rein.
Weil sie machen ja diesen Unsinn auch nicht auf der Website. Kein Einkäufer dieser Welt würde sagen, ich gehe jetzt so zum Internetverantwortlichen. Ich sage jetzt mal, in dieser Rubrik möchte ich diese Produkte in dieser Reihenfolge haben. Echt jetzt? Und deswegen können wir die rausnehmen. Die Maschine ist besser. Ich sage ja, es ist eine langfristige Blickwinkel. Können wir rausnehmen. Okay, soll ich weitermachen? Ich bin noch nicht fertig mit meiner Streichliste. Herstellungsbereich. Das trifft dich jetzt. Zum Teil ja. Also dieses Streichen gilt nicht für den großen Dinosaurier. Aber wenn wir sagen, von der globalen Blickweise, wenn die Kataloge kleiner auf geringere Auflagen haben, zielgruppenorientierter, wird zuerst mal die Masse der Seiten, die ich durch den Herstellungsprozess durchbringen muss, deutlich höher. Es wird komplexer. Auf der anderen Seite investieren, wenn neue Leute kommen, denkt an die Digital Natives, das Know-how, das herstellungsspezifische Spitzen-Know-how, was du hast, das stirbt aus in den Unternehmen. Dein Nachfolger wird irgendein Digital Native sein, der, vielleicht ein anderes Verhältnis zum Print haben. Formulieren wir es mal so. Von daher gesehen, das ist eigentlich auch eine Evolution im Unternehmen, wenn Digital immer wichtiger wird, dass dieses printspezifische Know-how in einem Haus geringer wird. Vor allem die Borgs interessieren sich dafür nicht, die Borgs wollen nur, dass es funktioniert. Wie das funktioniert, ist den Borgs immer völlig egal. Okay? Ja. Ist nicht viel übrig geblieben, oder? Wenn das printspezifische Know-how wegfällt und wir sowieso on-demand arbeiten, also nach dem digitalen Gesetz arbeiten, dass wir alles jederzeit machen können. Und noch was ganz anderes. Dieses Ding hat uns beigebracht, dass wir alles tun können mit einem Daumen und einem Klick. Diese Experience, die wir jeden Tag, wirklich jeden Tag, wahrscheinlich jede halbe Stunde, wenn wir nämlich an diesem Teufelsding dran sind, wird auch übertragen auf den Printprozess. Und ich habe schon wir haben schon die ersten Kunden, die genauso denken, die sagen, oh, das mit der Print-Suite verstehen wir, aber wir wollen nur noch auf den goldenen Knopf drücken, auf den goldenen Knopf drücken. Und die verstehen den goldenen Knopf nicht mehr, dass dann da automatische Seiten rauspurzeln. Für die ist der goldene Knopf, dass der Katalog zum Kundenversand ist. Die komplette Strecke. Hey, wenn ich Borg bin und ein digitaler Mensch bin und ich habe verstanden, dass das Printmedium noch ein wesentlicher Teil meiner Customer Journey ist, denke ich aber wie ein Digitaler. Also ich bin personalisiert, ich will es individualisiert haben und ich mache das on demand. Wann dann meine digitale Plattform oder ich mit meiner Kampagnenplanung sage, jetzt brauche ich den Katalog bei dem, dem und dem Kunden. Und dann will ich das. Diesen ganzen komplizierten, ich als Borg habe die Technologie nicht assimiliert, also diesen ganzen super komplizierten Prozess will ich gar nicht im Haus haben. Das Know-how habe ich nicht, das Know-how will ich nicht. Ich will einfach auf diesen komischen Knopf drücken. Deswegen, und das wird befeuert durch letztendlich drei Dinge aus meiner Sicht. Touchpoint-Kampagne, natürlich gibt es noch die klassische Print-Kampagne, aber eingebettet in der Multi-Channel-Kampagne. Das ist klar, aber es ist nicht mehr Print so als allein. Ich mache keine Print-Kampagne. Ich mache eine Kampagne und überlege mir, bei welchem Touchpoint, an welchem Punkt macht ein Printanstoß Sinn. Das ist mein einer Input. Mein zweiter Input ist die algorithmische Zusammenstellung. Also, wenn der Vertriebler bei euch zu einem Key-Kunden geht, dann sagt eigentlicherweise die Maschine, lieber Vertriebler, du musst über diese Produkte sprechen.
weil die Produkte hat der Kunde gekauft, wir wissen, die kauft er immer wieder und wir glauben, wir, und da kommt natürlich der ganze Predictive Aspekt hinzu, wir prognostizieren, dass in Zukunft der Kunde noch das und das und das kaufen will. Das prognostizieren wir. Die Maschine sagt dann, okay, wir machen wir stellen das zusammen, dann kommt die Personalisierung ins Spiel, dann machen wir einen personalisierten Katalog, wir übergeben den Katalog, der hat ihn, wir durchbrechen die digitale Barriere, wir schaffen es, dass dieser Katalog in den Schrank wandert, wir haben ihn am Wickel und flankieren das mit digitalen Angeboten. Okay? Und dann haben wir natürlich noch generell die Personalisierung, Visitenkarten ist ja so gesehen die Personalisierung eines Printstücks. Okay? Macht Sinn? Somit haben wir den Printkanal abgeschafft. Haben heute auch in der Keynote gehört, man soll eine Epoche einrufen. Also heute ist so gesehen beim 60-jährigen Jubiläum von Laudert 20 Jahre in Hamburg die Epoche angenommen, dass es keinen Printkanal mehr gibt. Als eigenständiges Gebilde. Es ist Teil des Digitalen. Okay? Und das glaube ich, in der Keynote war das, denke ich, sehr gut erklärt mit diesem Makro- und mit dieser Mikro-Strategie, aber ich glaube schon, dass eine digitale Transformation nicht einerseits an einem Tag geschieht, vor allem auch gerade in dem Printkanal. Wir haben einfach dann zwei Denken für eine lange Zeit. Wir nennen es immer Print Old School, das hat seine Berechtigung. Und wir haben halt Print New School. Und wie schnell Print New School durch Print New School, Print Old School ersetzt, das ist individuell. Aber es wird passieren und wie schnell das passiert, hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Aber ich glaube, man darf nicht darauf warten und auch, ob es jetzt eine Makroentscheidung gibt oder nicht, habe ich vier Dinge mitgebracht, die drei sehr, sehr relevante, die euch helfen, diese Schritte der Transformation schon anzufangen, ob ihr ein großes Projekt habt oder nicht. Das sind auch Leitplanken, wo ihr euer tägliches Handeln reflektieren könnt. Die erste Leitplanke ist, etablieren eine umfassende Content-First-Strategie. Wenn nur ein schnipseligen Content auf eurer Printseite entsteht, Content-First heißt, tu das in ein System, das muss kein PIM-System sein, das kann ein Web-CMS-System sein, das kann ein redaktionelles System, was auch immer, tu diesen Content erstellen und pflegen, dass er medienneutral ist. Immer alles, was ihr tut, eure Prozesse, alles, was ihr tut, immer unter diesen Aspekten, dann den jungen Mel Gibson, der Vollstrecker, Teil 2, es geht um den Rohstoff, denkt immer so erstmal Content First, nie Channel First. Und das machen viele Unternehmen auch falsch, die denken digital. Also die denken, ich muss jetzt meine Daten für meine Website machen. Ist eine super Strategie, die voll an die Wand fährt, weil dann hat man nämlich nur einen Teil des Datenkosmos abgedeckt. Also erste Leitplanke, Content First. Zweite Leitplanke, wenn Sie irgendetwas machen im Printkanal, denken Sie personalisiert. Also überprüfen Sie Ihr Handeln, überprüft euer Handeln immer so, mit der Maßnahme, die ihr trefft, könnt ihr dann in Zukunft irgendwann es auch personalisiert tun. Also wenn dann die Daten da sind und alles andere, aber wenn ihr sagt, ja, ich habe jetzt hier einen Weg eingeschritten, der die Personalisierung nicht behindert, dann ist es ein sehr, sehr guter Weg. Weil, wenn wir assimiliert werden durch die netten Borgs, dann bewegen wir uns auch wie die Borgs. Und bewegen wie die Borgs heißt, es ist personalisiert, es ist on demand, es ist kontextbezogen, es ist individualisiert. Okay? Und das dritte ist genauso das Thema Daten, den Rohstoff automatisiert, wo ihr nur könnt, um die Ressourcen auf den goldenen medienneutralen Rekord zu bringen. Die vierte Empfehlung ist der Werbeblock. Wenn ihr Fragen habt,
gerne zu unserem besten Partner aus Frieden, da es aufgenommen wird, auch mit mehr Umgebung. Du bist so großzügig. Oder auch gerne bei uns. Wir haben natürlich auch Best Practices, genau, wo wir auf der Beratungsseite Kunden in dieser digitalen Transformation betreuen. Deswegen die Zukunft der Dinos ist, die Großen werden schon irgendwann mal sterben, vielleicht nicht alle, aber wie ihr wisst, die Vögel sind aus den Dinos entstanden. Von daher gesehen, ich bin mir sicher, wenn sich der Printkanal oder das Printmedium verändert, sich weiterentwickelt, sich in die digitale Welt einbindet, dann wird's die Dinos noch lange geben und in Freiheit im Himmel schweben. So, erstmal danke für eure Aufmerksamkeit. Fragen, E-Mail, könnt gerne verlinken auf LinkedIn oder Xing und könnt uns gerne auch auf Twitter folgen. Danke euch!